Hallo und herzlich willkommen zu den Studio 71 News mit Bina und Julian hinter der Kamera. Interne News: Wir sind jetzt weltweit das fünftgrößte Multichannel-Network in der Welt. Weil ich das ja gerade nicht gesagt habe. Studio 71 hat sich zusammengetan mit Collective Digital Studios, die unter anderem Künstler wie Rhett & Link, Madeline Bailey oder Epic Mealtime haben. Das bedeutet, die sind jetzt quasi bei uns im Netzwerk. Ich bin riesengroßer Rhett & Link-Fan. Wer nicht, Mythicum. Es ist laut. Die Leute reden. Aber lasst die Leute reden. Denn die Leute reden, weil die Leute reden müssen. Collective Studio 71 oder wie Julian sagt, CS 71. Daumen hoch dafür. Counter-Strike! Hallo und herzlich willkommen zu den Gaming News am Freitag mit Bina. Und ich hoffe, dass keiner von euch K.O.-Tropfen zu Hause hat. Fun Fact, ein 23-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen hat auch mal spontan seine Freundin mit K.O.-Tropfen lahmgelegt, weil die abends was mit ihm machen wollte, er aber lieber mit seinen Kumpels zocken wollte. Mein Tipp an dieser Stelle, such dir halt einfach eine Freundin, die mitspielt, dann kannst du dir das ganze Verfahren mit Körperverletzung am Ende auch sparen. Gute Nachrichten für alle die, die sich immer auf die Collectors Edition eines Spieles freuen. Für 200 Euro könnt ihr euch die Mirror's Edge Catalyst Collectors Edition holen mit Statue, Steelbook, Lithografie, Konzeptzeichnungen und Wassertattoos. Yay! Half-Life 3 ist immer noch nicht confirmed und die nächste Hiobs-Botschaft prasselt schon auf uns herab. Der Art-Designer Ted Bergman hat nach 20 Jahren Valve verlassen, der unter anderem verantwortlich für Designs von der Headcrabber oder von den Combine. Und das bedeutet, dass wir wieder einen Schritt weiter weg sind von Half-Life 3. Wird das irgendwann kommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es irgendwann wird es kommen. Irgendwann wird es irgendeine Fanbase bauen, da bin ich mir sicher. Und gute Nachrichten für alle die, die eine ähnliche Spielevergangenheit haben wie ich. Es kommt ein neuer Teil von Flatout raus. Genau dieses Spiel, was wir als Kinder unglaublich gern gespielt haben. Mit den Autos, die man kaputt machen kann. Und mit den Dummies, mit den lustigen Spielen, wo man so die Dummies so rausschleudert aus dem Schleudersitz und hochsprung und die dann sich so ganz komisch awkward verhangen und der sich so tot lasst und das eigentlich voll brutal ist, aber voll lustig. Ein neuer Teil ist in Arbeit. 2016 kommen wir in den Genuss von einem neuen Flatout-Teil, der zusammen mit der Community entwickelt werden soll. Ende. Da, 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 da. Short News. Wer kennt sie nicht? Werbung von früher. Und jetzt gab es einen schönen Zusammenschnitt von, sagen wir mal, sehr verstörenden Werbungen aus der Zeit von vor einer ganzen Weile, die Kinder beinhalten. Also mit Kindern, also auch für Kinder. Unter anderem irgendwelche creepy Puppen, die im Wackelstuhl sitzen und ganz furchtbar lachen. Und alle lachen. Und man denkt sich nur so, what the fuck? Habt ihr gesehen, was ich gerade gesehen habe? Diese Puppe ist super mega creepy. Ich würde sie mir nie kaufen. Aber guckt es euch einfach selber an. Es ist wirklich sehr, sehr gruselig und verstörend. Ist es wirklich. Die lacht so. Und dann fängt der auch noch an zu lachen. Der Mensch, der es redet und lacht. Dann kriegen alle einen Lachflash. Und die Puppe immer so. Wie heißt die? Die heißt Remco Baby Laugh-A-Lot. Kill it before it lays eggs. Gute Nachrichten für alle Musikliebhaber unter euch. Die unglaublich großartig, mega talentierten Fugees haben ein neues Album rausgebracht. Indigo heißt dies mit 5 Tracks, unter anderem auch einen Track mit Marie Meinberg. Holt euch dieses Ding unbedingt, denn es ist mega, mega, mega grandios, toll, wunderbar und es ist sogar schon Platz 1 auf allen möglichen Charts in dieser Welt. Der Preis für einen der dümmsten Menschen bislang geht offiziell an Daniel Damon, der so unglaublich klug KLUK war, von der Polizei gesucht wurde mit einem Steckbrief auf Facebook mit einem Foto, worunter er dann kommentiert hat. Könnt ihr nicht ein schöneres Foto von mir nehmen? Woraufhin die Polizei kommentiert hat, wenn du ein neues Foto willst, dann wende dich doch an die nächstgelegene Polizeistation. Wir machen dir ein neues. Oh, es tut schon weh. Es tut weh, Julian, oder? Kommen wir zu guter Letzt noch zu meinem viralen Video der Woche, was diesmal von Shane Dawson kommt, einem YouTuber aus Amerika, einem sehr geschätzten YouTuber aus Amerika, der sich geoutet hat, dass er bisexuell ist. Wo ich mir natürlich in letzter Zeit irgendwie die Frage stelle, ob es irgendwie schlimm ist oder ob gerade eine Welle der Outings auf YouTube rumgeht. Leute, ihr seid toll so, wie ihr seid. Seid einfach zufrieden mit euch und am Ende hat es doch einfach keinen zu interessieren, ob ihr nun schwul seid oder ob ihr nun nicht schwul seid oder ob ihr einfach alles mögt und beides.
Trotzdem Daumen hoch für dieses Video und für diesen Mut. Obwohl da keiner mutig sein bräuchte und müsste. Ich finde es trotzdem schön. Also war gut. War viral. Ist doch so. Ich bin doch auch nicht alt auf die Nase, dass ich auch beides mag. Es ist so. Ist das mein Outing-Video? Ganz zu guter Letzt habe ich doch noch ein virales Video, ein weiteres virales Video für euch von einem kleinen 5-jährigen Mädchen, was vor ihrem Essensteller sitzt und anfängt zu weinen, weil sie keine zerhackten Tiere essen will und fortan als Vegetarierin leben will. Süß. Süßer. Am süßesten. Klick. Outtake. Ende. Ende im Gelände. I like turtles. Studio 71 hat sich zusammengetan mit Collective Digital. Ja? Die unter anderem Künstlers. Ja. Gleich, ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Wieso reden denn schon wieder alle hier? Ich möchte filmen. Redet doch nicht so laut. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. I swear, by the moon and the stars in the sky, I'll be there. Bist du jetzt mal ruhig, Robert? Er hat mir den Stinkefinger gezeigt. Wir lieben uns hier. Wir sind alle glücklich miteinander. Dümmer? Dummer. Niemand ist mehr dabei. Es ist im Moment ja anscheinend irgendwie Trend, sich in... Das ist so anstrengend. Die Leute machen einfach überall irgendwelche mehr. Nee, du, alles du. Ich habe noch ein virales Video, und zwar von einem kleinen 5-jährigen Mädchen, das auf dem Scheiterhaufen landet. Ich habe zu guter Letzt sogar zu guter... Ganz zu guter Letzt habe ich... Geht nicht. Steht einfach.